meine Damen und Herren. Und lass uns nicht lange warten. Pause für uns? Nö. Ja, dann geht's auch direkt weiter in die nächste Pick-and-Run-Phase. Ja, das Spiel war ein bisschen ärgerlich, ne? Ein bisschen sehr Early-Game behaftet und gab gut auf den Sack. Was müssten die Phoenix jetzt adoptieren in ihrem Playstil, beziehungsweise in den Bands, um das Ruder nochmal rumzureißen? Ich bin wirklich, ja, 10-10 erstmal so. So mehr, die ein oder anderen Sachen sind einfach schiefgelaufen. Das passiert halt mal. Ja. Also, du hast halt auch noch keine Begegnung gehabt, ne? Also du musst halt direkt irgendwie, bist halt nicht eingespielt, du musst halt direkt rein. Und naja, dann kriegst du halt irgendwie erstmal, wirst erstmal wachgerüttelt, ne? Und wenn Phoenix jetzt wach sind, dann ist das relativ fein. Der Blauband wurde auch adoptiert. Fand ich auch ein großer Faktor, weil Yuki, glaube ich, auch auf Pick gesetzt wurde, den er halt nicht so oft spielt. Ich will nicht sagen, den er gar nicht spielt, weil das glaube ich nicht. Aber ich glaube, der halt auch, glaube ich, nicht so zu Yukis Playstyle passt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat man die LeBlanc rausgeworfen. Auf der Seite von Pien hat man keine weitere Veränderungen in den Bans reingemacht. Man hat wieder den First Pick und was wird man sich sichern? Ah, gucken. Und es wird der Lee. Oh, Early Beginner of the, geht's gar nicht mehr. Die sind vorhin schon im letzten Cast erwähnt. Bist du ja ein großer Fan von, ne? Also wenn man den spielen kann, das begeistert mich auf jeden Fall. Und der ist ja aktuell auch absolut Meta. Also in höheren Elos hat er eine 20%ige Pickrate. Ja. Ist was. Ne? Ja. Das sagt schon alles. Oh, und das ist ja viel aus der letzte Runde gebannt wurde. Hat man auf jeden Fall jetzt Gaelic gegen sich. Man kann sich das jetzt noch ein bisschen mit einer Lulu verfeinern. Oder geht man wieder für die Leona? Die Leona war halt sehr stark letztes Game. Die halt auch sehr gute Plays gemacht hat. Und oh, der Xen. In den Händen von Zadain? Boah, spricht man richtig aus. Zadain. 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 Und ja. Sehr, sehr, immer noch sehr gut. Ne? Da wurde halt schon ein paar Mal angepasst und genervt und wieder so ein bisschen gebufft. Und man sichert sich jetzt wieder die Jinx. Ich glaube, das wird eher die Jinx. Oder der Jin. Jin. Vor allen Dingen, I am the Omi. Ich bin die Omi. I am the Omi, oder? Nee, es der ist, Name. Es ist halt einfach die Omi. Keine Ahnung, vielleicht irgendein Anime-Charakter. Omi. Und man kann sich auf der Seite der Phoenix den Jin und den Weiger sichern. Und jetzt, schön. Ah, weiß ich, das war noch so ein bisschen eine Bredouille. Was für Mitpicks sind noch offen? Oh, der Gangplank wurde auch letzte Runde gebannt. Ist jetzt open. Aber ich glaube, da kann Oddblue gut mit farmen, also gut mit sein. Besser als mit dem Darius. Ohren rausgehauen. Ich habe Oddblue noch nie auf Ohren gesehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist jetzt nicht so der normale Pick auf der Seite von Echo. Von daher relativ unnütz. Sylas. Oh, ich. Geht's jetzt Richtung Malphite? Ja, und man haut hier Kamel noch raus. Das wäre jetzt noch die letzte Alternative gewesen. Also eine gut, sehr, sehr gute Alternative für gegen Gangplank. Also für Oplo gegen Gangplank. Ja, man kann sich jetzt für den Pick sichern. Man muss nicht unbedingt jetzt für den Midlane-Pick gehen. Man kann sich jetzt einfach noch einen Supporter sichern. Und ja, für den letzten Pick für die Midlane lassen. Ne? Wir werden jetzt aber einen Trinder mehr sehen. Auf Seiten von Echo. Oh. Pass auf. Fuck. Trindamer. Hab ich gar nicht mehr im Kopf gehabt, stimmt. Das ist ein Trindamer-Engel. Das ist ein Trindamer-Engel. It's a Trindamer-Angel.
Das ist halt ein Tönnermeer Kreis mit einem großen Schwert ins Gesicht, Engel. Das ist der Nein. Das ist Ja, wenn es auch nicht fast. schlecht gegen Blink, Team ist ne? auch okay, aber es. Ne? Es wird der Arthrox ist Aatrox! noch besser. Oh mein Das wäre Goodness! auch richtig geil. Also, das ist halt. Geiler Pick, aber auch nie von OddBlue gesehen. Ist das jetzt so, benutzen wir das Ding jetzt irgendwie, um zu testen? Zu Oder testen. ist es jetzt irgendwie ein geheimer Pick, den sie sich halt für die Playoffs offen gelassen haben? OddBlue kann alle champen, ne? Ja. Du weißt gar nicht, was der nie spielen kann. Ja, das ist true. Das ist auf jeden Fall true. Ich weiß es nicht, was Also bis jetzt denn. sah er auf jeden Champion stark aus. Oder ist dir schon mal aufgefallen, dass er auf irgendeinen Champion nicht stark aussah? Vielleicht wird das heute der erste Tag. So. Maybe. Es gab auch eine ganze Zeit lang, da hatte ich OddBlue überhaupt nicht auf dem Schirm. Und wo er dann wirklich geglänzt hat, war dann mit in der Highbreaker-Meta. Ja, wie gesagt, wo er dann sein Hörbuch-Ding hatte. Ne? Und auf der Und mit Seiten. seinem Tryndamere, wisst ihr Ja. noch? Ja, wie Wo er auch sonst. komplett einfach mal durchrasiert hat. Ja. Ja, auf der Seite von Pien sichert man sich jetzt in den letzten beiden Picks noch für die Orianna sehr teamfight-orientiert. Gibt es natürlich viele Sachen, mit denen du halt den Ball transportieren kannst. Nurxen, nicht viel. Aber du hast halt immer noch ein bisschen mehr Peel für Philios Speed-Up. Ja, und auf der Seite von Echo sichert man sich den A4, den Nautilus. I don't know. I don't know. Kann ich jetzt Ja, absolut nicht das einschätzen. Zoning ist halt komplett beschissen von Orianna. So, da muss man halt immer drauf aufpassen, wo liegt diese Kugel, ne? Aber sonst sieht es ganz gut aus. Man kann da auf jeden Fall was machen mit. Also, wäre es Jinx, hätte Echo jetzt noch Jinx gepickt, dann hätten sie auf jeden Fall einen super Reset-Engel. Aber nichtsdestotrotz, lasst euch den Draft jetzt nochmal innewohnen und wir sehen uns gleich in-game nach dem Delay-Aufbau. Bis gleich, ihr zuckersüßen Zuckerhasen. Ich übertreibe ein bisschen, sorry. Bis gleich. Willkommen zu dem zweiten Spiel des Upper Bracket Finals. Immer noch wieder auf der Blue Side. Echo Phoenix gegen 420 Peen Squad. Langer Name. Und ich glaube, ich habe das Ergebnis noch nicht gespeichert. Bei mir steht immer noch 0-0. Und so Nee, ist steht das. oben 1-0 für Peen Okay. Squad. Alles gut. Wenn du Gut. noch N drückst, ist alles schick. Jo, nice. Dankeschön. So, ba bam. Bester Producer. Bester Tada! Producer ever. Ja, wir haben gerade gemerkt, wir waren im letzten Game nicht sehr euphorisch und ich glaube, das hat auch zu den Lose von den Phoenixen geführt. Das möchten wir jetzt natürlich jetzt ändern und möchten ein bisschen mehr Hype in den Chat, auch von euch, weil ja, jetzt ist do oder lose, ne? Verlierst du jetzt das Game, bist du halt einfach raus und also bist nicht raus. Du hast noch die Chance, morgen in den Upper Bracket, also in den Loser Bracket Final zu dominieren. Aber eigentlich, ne, wenn wir noch mehr Spiele von den Phoenixes sehen wollen, sehen wir jetzt einen Win, einen Lose und morgen Win, lose, Win, win, Lose, win. Win. Boah, also da haben wir ja So. die volle Anzahl von also die volle Auskostung der möglichen Prime League Spiele. Das wäre auf jeden Fall sick. Wäre auf jeden Fall krass. Aber wir wollen natürlich irgendwie, dass Echo Phoenix heute in die vierte Div aufsteigt. Und das wäre natürlich ein großer Boost, ein mentaler Also Boost. ich habe mich jetzt gerade nochmal umentschieden. Ich habe es mir anders überlegt, Okay. weil ich will lieber die Spiele sehen, so. Achso. Ja, gut. Oh, Hook sitzt. Max Range Hook auf Hanky. Hier wurde direkt gezündet. Aber der Trade ist not even. Also super gegengetradet von Hanky Ist auf jeden Fall besser, und ne? Swifty. Das sieht nämlich, tut nämlich schon ein bisschen mehr weh, so die 4 von Jhin. Gangplank hier mit dem Engage. Corrupting Potion gezündet. Barrel haben gesessen. Auto-Attack. Und ja, Oblo musste da ein bisschen leiden. Inkpad wird gebufft Ehrlich? im nächsten Patch, ja. Ja, moin. Der kriegt irgendwie mehr Damage auf seiner Passiven, aber das habe ich nie richtig verstanden. Da stand irgendwas. Ich habe Das es nie verstanden. True Damage, also das ist ein Burn.
Wenn du also entweder die Passive läuft halt wieder aus, ne? Oh, Jetzt der Oben, oben wird jetzt straight engaged. auf der Topside mit den Gameplan geben. Hotblower muss halt auch aufpassen, wie er hier spielt, muss rausflashen. Na, aber Gangplank. der Gangplank ist trotzdem tot. Kann Kein. nichts mehr machen. Ja, der ist auf jeden Fall tot. Flash nochmal. Q sitzt Oh. sich. Wird nochmal hinterher geflasht. Xin ist da. Jetzt musst du Oh. hinterhergehen. Wenn du Ja. den jetzt den hier abhörst, dann ist es absolut bad. Oh mein Gott. Das ist natürlich Worst Case, was wir hier auf der Seite von Phoenix sehen. Ja, Q nicht connected. Ich glaube, da hätte es belassen können. Hooks ist Wieder auf der Hank. Hook. Oh, Aber Hanky. Heute Max absolut Range, Hanky. Ist ne? ein Tag. Ne? Nee, das ist nicht so So gut, wie ist es aber. ist heute nicht der Tag von Hanky so. Swifty gut auf jeden Fall getankt, um sein Er hat Ei vor uns zu auch schon die schützen. Hooks gefressen, ne? Ja, also ja, ne? Die Lanzen. Ja, und dann wird auch direkt wegen Roller getradet. Oh, auf der Botlane. Root sitzt. Wird geslowt. Dann wird aber nicht weiter. Eben am Limit of the Botlane, sage ich Ja, euch. mega. Das ist mega. Limit. Also die wollen halt auch. Die wollen sich einfach nur ins Gesicht hauen. Oh. Ja, Weiger und Easton auf der Richtung. Auf der Botlane, die wollen das jetzt diven. Man hat dann Wart, ne? Ja, und man hat immer noch DP auf der Seite von Orianna. Aber Und man man verbraucht kann so das viel Zeit als spielen. Vega. Man kann das aber spielen, man kann das aber spielen, aber sie wissen das und TP Ja, kommt da kommt der raus. TP. Kannst du nicht machen, kannst du nicht machen. Raus. Ja, man hatte TP von Orianna gekriegt. Ist okay. Ist fein. Man verliert jetzt irgendwie eine Wave. Oh, Gangplank zoned den Abschluss ganz gut raus. Aber. Oh, die dritte muss sitzen. Die Also, dritte muss sitzen mittig. der hat die dritte gewürfen. Ich glaube, der wird tot gewesen. Oh, Oh, Hook! was macht ein Max Range Kastanienhook? Hook! Ja, und. So, hört doch auf. Ist doch nicht normal. Das ist krass. Ich wusste gar nicht, dass der bis dahin hupen kann. Weil ich Was wusste hat nicht denn der für mal. Gummiarme? Guck doch Nochmal. mal. Bis der stand an der Wand an der anderen Seite. Ja, sind auf der Botlane. Und Oh, da da wird ist der Gage man. Bubble sitzen auf Hanky, wird nochmal gehookt und ja, da wird nochmal Kills getrailt, aber auch tot von Auto das sein, da wird nochmal hinterher geflasht. 2 zu 1 Trade für Pien und Pien hart aktiv. Ja, 2000 Gold Lead. Erste 5 Minuten, ist schon krass. Schwieriges Early, Ja. sage ich mal so. Ja, kann man aber auf jeden Fall nicht anders deuten. Ja. What should I say? Top Lane Priest auch. Bis also Slow pusht jetzt wieder in Richtung Aatrox. Ja, den First Blood auf Gangplank hättest du unbedingt bekommen müssen. Das war halt so. Es wäre halt so gut gewesen, auch wenn man halt getradet hätte, irgendwie 1 für 1, aber der Gameplan hätte halt sterben müssen, so. Das ist halt Dass das. die Q nicht sitzt, das war halt. Ja. Aber den hat er gemisst, den Kennen. Ich hab's genau gesehen, mein Freund. Ausrufzeichen Ne? kann in den Chat. Ja, es ist halt ein bisschen sehr viel Keros, ne? Der Blitzcrank irgendwie gefühlt alle Hooks getroffen und alle Max Range. Und immer so geschaut, die Q ist durchgesprungen. Aber das sind halt genau die Gegner, die du in der nächsten Diff auch zu erwarten hast, ne? Also die Ja, Spiele wären alle so knackig. das ist Ne? nämlich das Deswegen Problem. musst du dich hier beweisen können. Und zack, da wirst du wieder gehuckt. Oder? Ne. Ja, aber Ich habe schon, ge Zeit also, ich hab verloren, schon gedacht, der huckt da jetzt einfach blind rein und schnappt sich den Jäger. Das ne? hätte mich nicht gewundert. Das hätte mich Hätte nicht er machen gewundert. können, so. Was hätte Yuki machen können, außer flashen? So, der hätte sein Flash verloren, das wäre eine Win-Win-Situation gewesen. Das ist halt. Ja, ärgerlich. 2-1 auf dem Scaling Champion, auf jeden Fall halt irgendwie schon on fire. Hook, ja. Okay, das war diesmal Minion. Schönes Support, oh, direkt nochmal drauf gegangen. Hook sitzt dich, aber dann ist er weiter drauf gelapst. Sind auch schon wieder Richtung Botzeit. Und Ignite sitzt diesmal, ist tot. Gucken, ob er den Nautilus noch tradet. Was ist das noch? Oh, in den Tower. Und ja, komplette Botline tot. 2 zu 2 getradet. Aber Und Doppel-Kill. Gangplank hat sein Assist abgeholt sich. Ja. Geldgenerierungs-Ulti activated.
Das ist so dumm, ne? Also du musst halt auf Gangplank nichts machen, außer R drücken, wenn irgendwelche Ziele low sind. Du kriegst halt einfach Gold. Kriegst du so schon so viel Gold. Dritte haben es auch gebufft, ne, den dritten Schlag. Also wenn der hittet, der soll jetzt, glaube ich, richtig Damage machen. Von Aatrox? Nice. So echten Damage. Echten. Gibt's falschen Damage? Das ist die Frage. Wenn ihr im Chat mehr wisst, einfach mal raushauen. Ja, aber er kann nichts machen, dieser Schienprock, das tut so weh. Er hat keine Bubble, keine Barrel. Warte auf die zweite Barrel. Und. Ich sehe bis jetzt noch nicht irgendwie, dass Aatrox da groß Favorite hat, aber. Ja, die Analysen sagen, soll ganz gut sein. Aatrox gegen Gank. Und die komplette Pien-Armee auf Richtung Botlane. Strike. Ah, man muss sich da den ersten Drake holen. Kann man sich halt ein bisschen anbieten, ne? Kann man jetzt einfach. Ah, jetzt sollte man es abbrechen. Wenn man weiß, dass Xin Toplane geht, dann maybe. Aber man weiß es jetzt nicht, ne? Oder weiß man, oder riecht man das? Also so viel Zeit, die Sprite und Yuki halt einfach nichts verbrauchen. Aber Yuki ist nicht auf der Lane, also wird man dann, glaube ich, riechen, dass irgendwas auf der Botlane halt ansteht. Ja. Schade. Ja. Idee war gut, aber Ausführung war leider keine da. Also gibt es halt irgendwie nur eine Teilnehmerurkunde. Aber Botlane beruhigt sich halt wieder. Weiger will scannen. Lee Sin muss halt einfach aktiv werden. Aber Xin immer zur rechten da, zur rechten Zeit irgendwie auch immer genau passen. Oh, Ori ist schon mit Ulti. Und gezündet, die Q-Nix sitzt nicht Flash auf den Weiger, ja, 1:1 gestellt und die Aktivierung von Oplu ist halt auf jeden Fall total Shutdown, erster Reset und der Spectator weiß mehr, also wird da kein weiterer Kill folgen. Lass mal das einfach. Aber die Qs müssen doch sitzen, meine Güte. Ja, das ist Stride echt. Jetzt. Eine Sache. Du bist ein sehr, sehr, sehr guter Jungler, mein Lieber. Da kannst du, mein Lieber. Du es dann auch. Do it. Just do, do it. It. Just do it. Do it. Kann hier der Gangplank angegeben werden? Glaube ich eher nicht, weil man hat auf Aatrox Seite keine Ulti, also kein Leiste. Oh, Q sitzt. Und, oh, er geht unterm Tower. Wieder die Q. Bin nicht getroffen. Kein Schild. Oddblue hat von Strike weggeflasht. Ich bin traurig. Ich bin auch misstrauisch. Der Lee Sin trifft die Qs nie. No. Aber Lee Sin ist halt auch so ein schwerer Champion. Wieso ja, pickt man den denn? Ja, weil es sonst mal geklappt hat. Hat Stride den schon gespielt? Ja. Schon oft genug, absolut rasiert. Aber es waren halt auch andere Gegner, es war halt ein anderes Kaliber von Gegnern, ne? Und. Ja. Erste Solo-Platte geht an Aphidias. Der hat aber so einen Bubble- und Flammenwerfer, also schlechte Waffen. Jhin könnte ihn sogar traden. Aber wie gesagt, der Spectator weiß immer mehr als wir. Warten wir hier ein bisschen. Ja, der Harold wird jetzt angegangen. Ja, kann man hat eigentlich die Topside Prio. Könnte hingehen, aber man hat keine Midlane Prior, ne? Also die Midlane Prior. Der kann jetzt dazu so. Oh, man könnte da reinfahren. Mhm. Auf dem Botlane weiß man auch schon immer mehr als. Ja, versucht halt einfach, aber man kriegt kein Damage raus. Der dessen auf der Botside. Kriegt man, holt man sich da den ersten Kill. Und weiter Ulti sitzt und. Ja. Und man läuft jetzt hin mit Pitbroker. Und Shutdown auf Henki. Oh, Henki hat jetzt keine Lust mehr. Der macht die jetzt. Der ist jetzt wütend. Der macht jetzt habt ihr Henki wütend gemacht. Das habt ihr jetzt davon, ne? Ja, selber schuld. Das wird noch viel kosten. Mal sehen, wie es aussieht, wenn der Xen halt einfach wieder in die Backline springt und den AEC one-shottet.
Aber Gameforce halt auch schon wieder fertig, ne? Also sehr. Ich weiß nicht, hätte man auf der Jinx vorhin nicht auch Gameforce gehen können? Wäre es nicht besser gewesen? Ging doch Ich weiß nicht, wie das ist. Ich schon. hab's nicht gesehen. Das war ein Spellbreaker. Kein Krag ist der. Okay, Stridebreaker Jinx. Ja, Neue ist ja Meta okay. erfunden. Ist ja okay, mein Lieber. Ja, Weißt du? neue Meta. Neue Kann das Meta, sein? Mann. Das ist halt, aber sei doch mal offen für Neues, so. Ja. Habe ich Harold. noch nie gesehen. Kann ja auch sein, dass es gut ist. Ja, kann auch sein, dass es auch einfach nur scheiße ist. So. Aber wird in der Mitte platziert, irgendeine Tower schon für super low. Doch, einen habe ich Wenn man übrigens. vielleicht den Arrow trotzdem macht, defen, also. Alles ist schwer als Beirang. Was hat Entschuldigung. ihn. Alles gut. Oh, Kombo gesessen und. So disgusting. Du kannst halt auch immer. Mittlerweile 131 Farben. Red Blue ist halt so weit behind. Ich sag ja, Trinder wär's gewesen. Hundertprozentig. Mit Trinder hätte der da drüber Ja. rasiert. Ja. Hundertprozentig. Aber ich bin ja nicht der Wasserträger, sondern Turm ist unser Wasserträger. Ja, wir sind nicht mal so hoch wie der Wasserträger. Wir sind. Also mittlerweile können wir den Draft auch für die Phoenixe machen, so gut wie wir die kennen. So, das ist Klo, ja nicht mehr Klo, schwer. Kloschüssel, Kloschlüsselträger. Oh. Schlüsselträger. Stride sehr weit out of position. Kann wird aber noch gut und tot. Erstmal nicht so richtig da. Good morning, Phoenixe. Der ist heute Ich glaube, einfach die haben echt so ein da. bisschen was gegen die Zuschauer. Ich glaube, die wollen, dass die Zuschauer ihre Punkte verlieren, so. Ja. Das Ding ich, ich wenn viel. Ich will meine Punkte halt verlieren. Ich will meine Punkte verlieren, Marco. Ja, weil du, ja, hört mal zu, nämlich. Ja, Ja, der was? Dennis hat nämlich auf die anderen gewettet. Das ist nämlich das Problem. Außersehen, meine Fresse, Ja, einfach nur weil ich das nicht ist das lesen kann. Problem. Ja. Aber ich habe ja gesagt, ich will ja meine Punkte verlieren. Das falsch auflösen ist gar nicht so schlimm. Aber auf die anderen setzen. Ja? Wow. Das ist Toxisch, schon ne? hart toxisch. Oh, Gangplank hier auf. Ja, der einfach Sachen gemacht, ne? Das ist einfach ein Assassine-Pirat, der einfach Sachen macht, ne? Er hat zwei Items und hat trotzdem nicht mal eins. Natürlich ist so leid. Ja, das ist heute nicht so euer Tag, ne, Jungs? Ja. Aber noch ist alles möglich. Man ist nur 6000 Gold behind in der Ja, 15. Minute. also Wir nichts. sind optimistisch. Also, es ist ja auch nichts. Wir haben immer Also, noch es ist Henki, ja. ne? Also wir haben immer noch Henki und Yuki stehen halt immer noch da. Oh, Ja, eben. der geht da rein, wird halt reingeultet, geflasht und das ist der Shutdown für Ja, Yuki. easy. Genau das, was ich sage, Junge. Ja, es ist ja schon vorbei, das Spiel für die Gegner. Jetzt hat man nämlich die Kills irgendwie auf die richtigen Positionen. Naja, 1-4 auf Aatrox oder was? Jetzt hat er auf die richtigen Positionen. Oh, schon wieder Max Oh. Range Choke auf Henki. Ja, Gale Force into Gale Force. Da wird Gale Force, ja und. Ja. Oh, Supporter tötet den ADC. Noch ein Auto-Attack. Schade. Einfach So. schade. Oh Gott. Ja. Flash! Da muss geflasht werden. Alter, Vor allem, er sind hatte auch zu auf spät Position. geflasht. Er hätte nicht mal den Hook geflasht, hätte der getroffen. Ja, da kann Xin auf jeden Fall Sachen machen. Ich kann den einfach mit Conqueror besiegen. Conqueror wurde jetzt aktiviert auf der Seite von Aatrox. Da muss geflasht werden und. Das ist halt noch nicht mal ein Goldschwing gefertigt oder so. Du kannst dich ja nicht Gar mal irgendwie. nichts. Du hättest noch nicht mal Ult ready. Mit Ult hättest du vielleicht noch. Oh. Traden können so. Weiß nicht. Aber jetzt. Ah, hast du Go-Trinker? Ja, maybe. Vielleicht jetzt. Vielleicht outdamage den jetzt halt einfach. Kannst den Gangplank nicht mehr annehmen. Also Ja. als Aatrox nicht. Ja, muss man halt als vereinigte Kraft halt einnehmen, ne? Das ist halt so das grundsätzliche Problem. Oh, Gangplank ein bisschen out of position. Q sitzt wieder nicht, sidesteppt. TP kommt raus. Ja, und jetzt muss, ja, Stride tot. Ist tot. Man wird noch versucht rauszuengagen. Double Combo, Barrel Combo, wird. Auf jeden Fall mit der richtigen Waffen into
Hanky. Bullshit sitzt noch. Und da wird einfach drauf Flash geheilt. Cage sitzt noch unter dem Tower. Und das sind die Fights, die Echo braucht. No. Oh, aber Gale Force ist noch ready gewesen. Oh, Fuchs. Oh. Aber die machen auch Sidestep aus der Hölle, ne? Die ja, das ist krass. Da kann man leider nicht mehr hinterhergehen, glaube also, ich. Wirklich krass. Ja, das ist ein schönes Sidestep auf jeden Fall. Oh, der Damage von Half-Life. Nein, tut nicht weh. Ich meine, du hast ja auch schon zwei Items fertig, ne? Auf Gangplank, ne? Das tut gar nicht weh. Ja, Wolke, Drache erscheint. Da kannst du noch froh sein, dass es bloß so eine Cloud Soul ist, ne? By the way. Ja, true. Naja, wie gesagt, die Phoenix lassen sich nicht unterkriegen. Die haben immer noch Hanky und Yuki auf der Carry-Position. Klar, Oddblue immer noch eine große Gefahr. Kann halt einfach für Zeit sorgen, ne? Also einfach Damage fressen, den die Carries halt einfach fressen müssen. Vielleicht kann man damit ein bisschen Zeit kaufen. Ja, und nichtsdestotrotz, Drake in 20 Sekunden. Den sollte man fallen lassen, oder? Sollte man den spielen. Was meinst du? Oh, Hanky hier in der Predulia. Aber kommt raus. Also du hast keine Vision, du solltest da auf jeden Fall mal rein facechecken so. Ja, gut, alles klar. Dann geh ich da mal rein. Also ich würde jetzt mal reingucken. Ja. Gegen Blitzcrank. Oh, und die wurde gezündet, um die Top Wave zu denyen, um den Bounty an Arthox nicht weiterzugeben. Aber warum man nicht den Herald macht in der Zeit? Ja, hat man keine Zeit für, ja, stimmt. Hätte man sich gleich entscheiden müssen. Ja. Der Herald verschwindet jetzt auch, ne? In 10. Er ist weg. Der ist weg, ne? He is gone. It's time to sag goodbye. Ja, Aatrox und Weiger auf dem Sidevamp wollen natürlich immer noch weiter scalen. Und währenddessen macht ihn gut Druck auf die T2 Tower in der Mitte. Und er kann jederzeit engaged werden. Ne? Da musst du halt aufpassen, oh Aatrox. Ja. Gut, T2 Tower wurde halt einfach so abgegeben. Kann man natürlich auch wirklich gesagt nichts machen, ne? Es werden Xind engaged into Ori Ult, into alle tot. Oh man. Oh. Man hat auf jeden Fall einen Bounty abstauben können. Ja, da muss. Oh, Flash! Hook! Auf den Listen. Kann man nicht fight, man ist immer noch unterlegen. Aatrox kommt jetzt auch noch dazu, Ulti auf Drive und Swifty. Aatrox in der Backline, versucht hier noch ein bisschen damit Schaden zu machen. TP kommt. Das war aber alles so schön low, ne? Killing Spree 1-1 Trade. Auf der Seite von Echo. Oh, der Damage von der Oriana. Der tut weh mit die Andries. Aua, aua. Man konnte Baron verhindern. Ja, super den Baron abgewendet. Na, das war schon mal ganz gut. Lebenszeichen. Nehme ich zum Mitnehmen mit einer Cola. Oh, ich hab Durst. Das war hast du gab es einen Tropfen oder was? Nee, hab gerade einen kleinen Hustenanfall gehabt. Oje. Gute Besserung, ne? Immer noch hier. Alter Mann. Ach, wird schon alles werden. Ja, nichtsdestotrotz irgendwie sieht immer noch nicht so gut aus für Echo Phoenix, die halt echt so ein bisschen kassieren, ne? Sagt man eigentlich, wenn man schon geheiratet hat, bis zur Heirat ist wieder gut, kann man ja nicht sagen mehr. Ne, bis zum Tod ist es gut, ne? Das klingt ja ganz schön traurig. Ja. Oder bis zur nächsten Hochzeit. Das wäre ja, das macht man ja nie. Weiß nicht, mich will keine Frau. Ich will mich ja nicht mehr selber. Aatrox auf jeden Fall. Hast du schon mal mit einem Mann versucht? Das möchte ich jetzt hier nicht ausdiskutieren. So, gut. So. Meine Vorlieben haben im Stream nichts zu suchen. Nee. Ja, gut. Dann unterhalten wir uns weiter über Spiele. Bitte.
Ich stehe nämlich auf Randoms. Die Sidelane werden wieder reingepusht hier. Ja, oh, oh ja. Von 420 Pin. Und ja, da hat man wieder die Bryo, kann man wieder alles machen. Das ist halt immer das Schöne. Du pushst die beiden Sidewaves rein. Und dann kannst du dich um die Map kümmern. Ja, stellst Boards, invadest du den Gegner-Jungle. Ja. Versuchst irgendwelche Leute noch zu töten. Nimmst dir einfach so dicke Krabben. Ja, und die Gegner gucken dann mal so ein bisschen in die Röhre, ne? Hm. Das ist halt immer so ein sad Zeitpunkt. Oh, wenn hier Rapid oder Artbox Max Range kommt wieder, ja, der kann keine Resistenzen, gar nichts. Er ist einfach nur ein A. Das Tox muss er sich halt irgendwie noch verdienen, so. Dann wird wieder angegangen. Versucht den Board zu klären, aber dann nimmt er dann Jorgel seine Beine in die Hände. Aber das kann man jetzt auf der Seite von nichts machen. Bitte pushen, oder? Hä? Rein da! Rein da? Ja, aber du hast ja Sinn, keine. Guck ist raus, rein da! Oh, man versucht für das Ziel zu gehen und. Die ist tot. Ja, nie so rein da. Also ich meine schon als Gruppe. Nicht zum Stealen, sondern. Aber super Damage Zop, hast du das gesehen? Also das war echt sexy. Ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr gut gespielt. Bei 3000 Damage Zop Stock gemacht, den Lissin getötet. Tja, und wo geht der nächste Drake Baron wieder an Pien, ne? Erste Baron, ja. Erste Baron heute? Ja doch, man sieht sie rum, der leise. Oh, direkter Flash Engage auf den Weiger. Und die gezündet. Aber Yugi kann sich den Zünd schmecken lassen. Oh, einfach R gedrückt. Jetzt ist der Aatrox aber da, oder? Ja. Ja, vielleicht kommt er noch raus, ne? Oh, brennt, ist noch am Brennen, der Gangplank. Huck sitzt. Und oh, dann hat das Sonyas. Oh, und schon die Q sitzen heute nicht. Henki lebt auch noch. Leider nicht. Leider nein, leider gar nicht. Lass da den Innip sterben, so in der Mitte, ist da fein. Ja, ein bisschen Gold in Kamm. Die Tipi auch direkt von der, Ohrige Forst. Ja, und jetzt werden, blinde Leute durch den Jungle gejagt. Das ist ganz schön fies, ne? Also. Ja, tut mir leid. Ich meine jetzt für den Blinden so. Ja. Für den Spiel. Ja. Er wurde halt von vier Leuten gejagt, ne? Und ja, Saul geht unangefochten an die Ampin. Oh, Ulti sitzt und man kriegt dadurch noch den Red. Ulti sitzt und man kriegt den Red. Ulti auf den Red. Ja, Ulti auf den Red. Ja, man hat nicht wirft. Ja, man hat aber trotzdem so einfach wieder Gold denied, ne? Und wenn man halt auch im Spectator sieht, rennt der Kuda auch einfach runter, ne? Das ist halt auch schon wieder eine 3 Item. Ori. Ulti von Gangplank wird aktiviert. Super Abstand gehalten von Henki. Ulti activated. Da kommt kein Schaden hier. Was ist das ist auch auf Tank, ne? Die heilt, oder? Ja, maybe. Auf dem Vormarsch. Oh, man hat auf Topside einen Bounty gekriegt, also wieder ein bisschen Geld in die Phoenix-Kasse rein investiert. Ja, aber ja, Pien denkt sich, komm, lass mal jetzt hier einfach den Boss-Zeit eingehen. Du kannst es nicht einfach so laufen lassen. Das geht nicht. Entweder du weißt es jetzt oder letztes. Du kannst halt einfach irgendwie gefühlt nichts machen, ne? Cage sitzt auf zwei Leute. Gangplank Flash nochmal, Hook sitzt auf die Orianna. Ori kommt raus und Flash Kick und tun nichts. Ah, oh, da kommt er auch nicht mehr raus. Irgendwie letzte Auto-Attack hat ihn ein bisschen noch getötet. Hook auf den Nautilus. Ja, das ist der Golddefizit. Du kannst machen, was du willst. Ja. So, am Ende ist es leider der Golddefizit. Aber ich. Naja, ich bin nicht ganz zufrieden, weil ich wollte heute noch ein Spiel sehen, ne? So ja. Müssen wir halt dann morgen auf unsere Jungs setzen. Also,
das auf jeden Fall wären. Ja. Und auf jeden Fall Props an die Gegner. Mega ja. stark gespielt. Und auf jeden Fall verdienter Einstieg in den Diptier. Ja. Wo sich jetzt die Jungs von Phoenix jetzt nochmal heute nochmal, also morgen nochmal beweisen müssen. Morgen um 20 Uhr. Wenn ich richtig entsinne. GG, well played. GG, well played auf jeden Fall. Und ja. Phoenixer wurden heute wieder ein bisschen zurück auf den Boden der Tatsachen geholt. Aber morgen. Super stark gespielt. Morgen geht's halt wieder ran und mit neuer Energie. Leider muss ich sagen. Mit besserem Draft von Torben. Also ich muss sagen, ich bin heute ein bisschen enttäuscht so. Ah, glaubst du es? Was war da los? Glaubst du? Nee, alles gut, der Draft war gut. Ja. Ja. Von meiner Seite aus gibt es auch nichts weiter zu sagen. Schaltet morgen ein, wenn es heißt Phoenix gegen den Rest der Welt. Also Phoenix gegen den Lower Bracket Finalisten. Ich weiß nicht, ob der schon feststeht. Könnt ihr einfach mal kurz rüber gucken. Auf jeden Fall einen herzlichen Dank an unsere ganzen Sponsoren. Ja, genau. Die Combo Group Medical, Gen X Hosting, Nürburgring Esports und Kamase. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und ja. Ja. Wenn ihr mehr über die Sponsoren erfahren wollt, einfach Ausrufezeichen Sponsoren. Oder ich mach das mal für euch. Weißt du, was passieren kann? Das ist ja absolut insane. Hab ich mich verschrieben? Nee. Also entweder wir sehen morgen ein Rematch gegen die Western Phoenix oder gegen Leisure. Leisure? Ja, Leisure Gaming. Western Phoenix war auch knapp, ne? Also Western Phoenix war knapp. Die haben das erste Game abgegeben und dann halt irgendwie sind sie 2-0 rüber. Aber das war schon knapp. Können wir mal gucken, irgendwie, ob die schon gespielt haben. Live. Erstes Spiel ging an Leisure. Und das zweite Spiel steht noch aus. Also Augen offen leiten. Und Daumen drücken, ne? Dass es vielleicht doch dann wieder ein Rematch wird. Oder vielleicht auch ein neues Team. Aber wie gesagt, morgen 20 Uhr. Prime League ist für Echo noch nicht vorbei. Die Phoenix Teams haben heute leider beide sind 0-4 gegangen. Leider. Also Kopf hoch. Nehmt euch nochmal, also nehmt ein bisschen Pause, ruht euch aus. Ich weiß nicht, was ihr machen sollt. Ich bin kein guter Motivationsräder. Schön startet die neue Woche auf jeden ja, Fall. Ja, guten Start für die neue Woche. Und wenn ihr Bock habt, der Community zu joinen, Ausrufezeichen Discord. Und ich bin raus. Und Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Bye, bye. Bis morgen. Haut rein, ihr Lieben. Tschüss.